Vitrine und komme aus der Erwachsenenbildung und habe Lehrer als Pädagoge gearbeitet und habe schon immer aber als Zielgruppe Familie und Kinder gehabt und kam über diesen Weg zum IPE und habe jetzt schon mit einem Jahr mit dem Gedanken gespielt, die Kinder- und Jugendcoach-Ausbildung zu machen und habe mich jetzt endlich dafür entschieden. Ich habe jemanden kennengelernt und die hatte das gemacht und habe ich so ein bisschen ausgefragt und dann fiel es erstmal wieder weg aus meinem Gedächtnis und dann hat es sich einfach so ergeben und dann ist es mir im Internet wieder entgegengesprungen und es war nie raus aus meinem Kopf und dann war jetzt so die Zeit, wo ich gedacht habe, jetzt ist genau die Zeit dafür und dann habe ich nochmal recherchiert, mir nochmal die Internetseite angeguckt, nochmal die Bekannte gefragt und ja, nun bin ich da. Tolle Stimmung, wirklich tolle Stimmung. Also ich habe schon ganz, ganz viele Seminare und Ausbildungen gemacht, aber dass so viele Menschen zusammen sind und so eine Einheit bilden und ja auch Themen, die wirklich tief gehen, gemeinsam bearbeiten, obwohl man sich eigentlich fremd ist und man trotzdem so ein vertrautes Verhältnis hat, das ist schon absolut großartig. Also für mich persönlich geben sie mir ganz viel, wo ich auch nochmal an mir selber arbeiten kann. Das finde ich also großartig, dass man hier selber auch durch die Methoden durchgeht und auch selber mal an sich kratzen muss auch und auch zu merken, was da ganz, ganz viel passiert. Für mich, für meine Arbeit gibt mir das ein ganz großes Gefühl der Dankbarkeit und Demut, weil ich so eine Schatzkiste plötzlich zur Verfügung habe, wo ganz viele Werkzeuge drin sind, womit ich ganz vielen Menschen helfen kann, habe ich so das Gefühl. Und nicht nur natürlich vorwiegend Kinder und Jugendlichen, aber auch genauso den Eltern oder Erwachsenen oder wer auch immer eben Unterstützung braucht, sind das eben tolle, schnell umsetzbare Methoden und das finde ich ganz toll. Toll. Also ich muss ja gestehen, als selber Dozent werfe ich natürlich auch immer mit einem Auge so ein bisschen den Blick, wie macht es der Trainer und der Dozent, wobei ich auch immer froh bin, das mal ablegen zu können und einfach mal Teilnehmer zu sein. Aber ich bin sehr, sehr begeistert, nehme auch für meine Arbeit sehr viel mit und im ersten Block wieder hat es geschafft und es sind auch jetzt 5 Tage, im ersten Block 7 Tage und 7 Tage, 8 Stunden haben wir alle an seinen Lippen geklebt. Also das ist schon, das muss man mal schaffen als Trainer, das ist schon großartig. Also absolut wichtig, sonst würde ich es auch nicht machen und ich bin überzeugt, dass das auch die Zukunft ist, weil wenn wir uns angucken, mit der ganzen Helikoptergesellschaft, was da eigentlich für Kinder auch groß werden, die nicht mehr so lernen, eben gut und sicher und auch selbstständig und selbstbestimmt aufzuwachsen, sondern wo sehr, sehr viel vorgegeben wird, da ist Kinder- und Jugendcoaching genau das Richtige, um da zu unterstützen, dass sie ein selbstbestimmtes Leben führen können und ein glückliches und zufriedenes vor allen Dingen.